Hallo, ihr süßen Herzensmäuse. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und für mich ist es auch Premiere. Und deshalb, ja, Bauer sucht Frau. Ich habe in 18 Jahren nicht eine Staffel gesehen. Und jetzt fangen wir mal an, die gemeinsam zu gucken, würde ich sagen. Ich finde es mal ganz schön, weil es ein anderes Bild ist. Es ist nicht so viel Plastik, was ich die ganze Zeit sehen muss, ja. Sondern wir sind mal ganz normale, sympathische Menschen zu sehen hier. Finde ich mal ganz abwechslungsreich so nach den letzten Wochen. Und deshalb schauen wir da jetzt auch mal direkt uns die Bauern der diesjährigen Staffel an. Da haben wir den Michael, der Max, der ist ganz schüchtern, irgendwie ganz niedlich, dass er auch so schüchtern ist, ja. Der Theo. Da weiß ich jetzt den Namen nicht mehr. Ja, mein Bild ist auch genau natürlich bei den Namen, ja. Der Martin. Erik. Tade ist auch ganz schüchtern. Und Michael K., der hier Mann oder Frau sucht. Und der Jörg. Also sind doch mal ganz... Der Pfälzer Jungbauer Max hatte noch nie eine richtige Beziehung. Ganz nette Leute hier dabei, ne? So, der hatte noch nie eine Beziehung, ja? Ist auch irgendwie Wahnsinn, dass er das im Nebenerwerb macht, ne? 250 Hektar Ackerland, das ist jetzt gerade nicht wenig, ne? 140 Rinder, 10 Schafe, Hühner, Ziegen und das Ganze im Nebenerwerb. Respekt, das, ja? Soll sich für den zurückhaltenden 26-Jährigen nun endlich ändern. Und ein hübsches Meer. Darf ich mal gucken? Gerne. Darf ich mal gucken, ja, also hier, Frau Bause ist auch echt neugierig, ja. Also, die will es auch immer ganz genau wissen. Sag mal, der 28-Jährige kümmert sich hier um 145 Tiere. Und auch hier, schaut mal, 30 Hektar Grünland, 5 Hektar Wald, 100 Rinder, 25 Bullen, 20 Kühe und das auch im Nebenerwerb. Das sagt uns ja echt, entweder müssen die alle noch was wirklich machen, weil es wirklich nicht gewertschätzt wird, ja, oder da nichts bei rumkommt, aber es ist schon echt heftig, Milchviehbetrieb und Zucht, also der hat echt auch hier alle Hände voll zu tun, ich bin erstaunt. Und der Hobbytänzer hofft auf eine Partnerin oder einen Partner. Ich habe den Michael bei Bauer sucht Frau angemeldet, weil ich mir wünsche, dass er endlich jemanden findet, bei dem er angekommen ist und wo es einfach für immer ist. Ah, ist natürlich schön, wenn man dann irgendwie sagt, Mensch, es ist dann auch irgendwie für immer. Sorry, ich schwitze irgendwie ein bisschen. Ich bin aus der Badewanne gekommen. Ich hätte noch so einen Moment abdünsten sollen, glaube ich, ehe ich mich hier rangesetzt habe für euch. Also, erstaunlich, dass es viele im Nebenerwerb machen. Das zeigt einfach, dass die Landwirtschaft echt schlecht bezahlt ist, ja. Oder da einfach für die Bauern letztendlich nicht so viel hängen bleibt, dass sie ihren kompletten Lebensunterhalt bestreiten können. Das sagt es zumindest jetzt mir. Es mag natürlich vielleicht auch anders sein, aber das ist jetzt so das, was mich hier tatsächlich echt verwundert. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal einfach weiter, wer hier noch so dabei ist. Diese der Arne. Leidenschaft möchte er gerne mit einer Frau teilen. Das Käsehandwerk bedeutet mir sehr viel, weil es einfach eine jahrhundertealte Tradition ist. Und das jetzt bei uns selbst auf dem Hof zu machen, finde ich großartig. Also, der ist so auch ganz niedlich, muss man sagen, irgendwie, ne? Und der macht es jetzt im Haupterwerb. Eine Traumfrau zu sein. Du hast noch nicht mal die Bilder angeguckt. Ist dir das gar nicht so wichtig, wie sie Doch, aussieht? Natürlich, aber ich dachte, ich schaue erst mal auf den Text. Das finde ich super. Also, ganz ehrlich, das ist jetzt halt mal so der Unterschied zu, was weiß ich, I, The One oder Ex on the Beach oder irgendwas so. Da wird ja erstmal nur der Buddy abgecheckt und hier, der sagt, nee, ich habe mir jetzt erstmal durchgelesen, was die geschrieben hat. Das finde ich sehr sympathisch. Also finde ich ganz nice. Für meine Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall, dass man irgendwann heiratet und vielleicht auch das eine oder andere Kind um sich rum hat. Sie ist verrückt. Er ist doch auch... Also der Schäfer hier aus dem Norden ist so auch ganz ein ganz niedlicher, ne? Und hier der Ausblick... Lustigerweise haben sich hier für den, ich glaube, Theo ist es, ganz viele nur wegen der View beworben. Das finde ich schon wieder ein bisschen unverschämt. Also es geht ja nicht um die Aussicht, es geht ja um den Mann. Ist das schön? Ich würde die Briefe am liebsten gar nicht geben, Martin, weil dann kann ich länger hier bleiben. Ja, naja, in Sachsen gibt es nicht so viele Berge und Alpen. Macht mir nichts aus.
Was ich nicht brauche, kann ich zickig. Zickig nicht. Nein. Dann lieber grüne Haare. Finde ich eine sehr gute Der hat auch noch gesagt, das Tattoos, Piercing ist ihm alles egal, aber zickig soll sie nicht sein. Das finde ich doch mal sehr schön auch. Und ich hoffe, dass nicht zu viele Frauen für den Jörg da sind. Ist jemand von Ach, jetzt geht das los und ich muss sagen, ich habe es ja nie gesehen. Ich wusste zwar, es gibt dieses Scheunenfest, ja, oder Hüttenfest. Und tatsächlich treffen sich ja da jetzt auch erstmal die Kandidatinnen und stellen natürlich fest, wer für welchen Bauern denn auch da ist. Und sie ist besonders schockiert, dass sie Konkurrenz hat. Und es gibt da in der Tat so den ein oder anderen Bitchfight. Ich bin erstaunt. Ich bin dabei. Ja, ich. Du auch? Ja. Ich kann. Ja, das sind jetzt die zwei Konkurrenten, die um einen Bauern buhlen. Ich kann es auf den ersten Eindruck auch nicht so sagen, ob wir uns verstehen werden. Es gibt ja so Menschen, wo man sofort sagt, Peng, die mag ich. Das ist jetzt noch nicht ganz eingetreten. Ja, seid ja auch Konkurrenten in dem Fall. Ich habe die Konkurrenz gesehen. Ich schätze es so ein, dass ich die Favoritin bin. Die sind schon echt selbstbewusst, ja. Also, das hätte ich nicht so gedacht. Das sind irgendwie alles sehr bodenständige Frauen. Und eben wirklich, finde ich, finde jetzt bisher niemanden unsympathisch da. Und das gefällt mir schon mal sehr gut, dass man hier so ein bisschen Normalität auch hat. Aber die haben auch alle Ellbogen. Also ich bin erstaunt. Leute, ich bin echt erstaunt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer so euer Favorit ist, ja. Und von den Bauern, ne? Und ja, das würde mich doch auch mal so interessieren. Und dann haben wir ja den Bauern, der etwas diverser ist, der sowohl Frau oder Mann sucht, hat sich aber nur für zwei Männer entschieden. Es wäre so mein persönlicher Albtraum, wenn mich eine Freundin bei einer Single-Show anmelden würde. Da wäre ich nicht so d'accord mit. Sondern ein Mann. Du bist bestimmt. Er hat auch eine gewisse Mimik, die ich ein bisschen lustig finde, ja. Er ist jetzt auch irritiert, dass ein anderer noch da ist. Michael da, oder? Ich? Ja? Ja. Ich bin Jan. Okay, Aaron. Also Begeisterung sieht in meinen Augen anders aus. Ich habe tatsächlich damit... Also er ist wirklich nicht sonderlich begeistert, muss man sagen. Glaube ich, dass da noch jemand anderer überhaupt hier da ist. Aber ich glaube, damit rechnet doch jeder. Ich weiß gar nicht, wie viel... Partner, manche haben drei, manche haben zwei, weiß nicht, ob das, woran es liegt, oder dass drei die Maximalzahl ist, die sie einladen dürfen oder können, und manche sich halt nur für zwei entschieden Rechnet, haben. Dass wir vielleicht zu viert sind, zwei Männer und zwei Frauen, aber wenn es so bleibt, dann ist auf jeden Fall schon mal weniger Konkurrenz als gedacht. Okay, und wen haben wir dann noch? Das fragt jetzt sie hier, die ohne Dirndl im Bild ist. Noch? Ich bin die Helena und ich bin für Theo. Meine Konkurrentin, hallo. Meine Konkurrentin, scheiße, denkt die sich jetzt. Ne? Das ist jetzt meine Konkurrentin, Helena. Helena. Und Helena mit ihrem feuerroten Fummel, den sie da anhat, ja. Und südländisches Temperament, ja. Willkommen. Ja. Das rote Kleid von Helena finde ich zu übertrieben, zu wuchtig, zu gewaltig und Also, ich finde, es steht ihr sehr gut. Und da sind sie. Und mit der Falconcrest-Musik, habt ihr das erkannt? Ich weiß nicht, wer das noch kennt, Falconcrest. Unsere Bauern. Herzlich willkommen zum großen Scheunenfest und herzlich willkommen, liebe Bauern. Jetzt ist es gleich soweit. Der große Moment rückt immer näher, wo ihr eure Auserwählten zum ersten Mal persönlich kennenlernt. Wow. Und dann kommen die Frauen rein und dann werden die sozusagen verkuppelt, die Pärchen. Du hast mal gesagt, du gehst nicht ohne Haarlack aus dem Haus. Richtig. Was ist es so, wenn jetzt die Kuh kalbt früh um vier? Dann tut's auch mal ein Basecap auf die Schnelle. Wunderbar. Das wolltest du hören, oder? Dann, Henrik, was erwartest du von dem heutigen Tag? Ja, dass ich den Michael besser kennenlernen und hoffe, dass ich mitfahren kann zum Hof. Und wie tust du denn melken? Maschinell? Maschine mit Absaugerei. Mhm. Ja. Da freue ich mich schon.
Freut sie sich auf die Absauganlage oder, okay, es ist ein blödes Wortspiel, ich lasse es. Und ich bin auch so, dass ich in meiner letzten Beziehung zum Beispiel lieber selber geputzt habe, als dass mein Ex putzen durfte. Weil wenn das jemand anders macht, ist es mir irgendwie immer nicht gut genug. Bei mir sieht es immer eigentlich ganz, ganz ordentlich aus. Momentan nicht, weil ich bin frisch umgezogen. So, ich muss noch alles auspacken und so weiter. Aber also du bist gerade frisch umgezogen? Mhm. Innerhalb Hamburg, so ja. Mhm. Okay. Da wird schon mal so ein bisschen die Lage gecheckt. Wir haben heute Adel im Haus, denn die Anne war Thüringer Wurstkönigin. Wie wird man das? Ja, wie wird man das denn? Das könnt ihr in der ganzen Folge sehen, bei RTL Plus natürlich. Ja, ja, wie wird man das denn? Also das, ja, also, es wird aufgeklärt, ich habe es auch gesehen, ja, also ich verrate es euch einfach, ja. Also man muss auf jeden Fall, hupsala Rosi, was machst du denn, Fleischerhandwerk gelernt haben und dann, und eine Frau sein und Wurst machen können. Und dann kann man sich dafür qualifizieren. So, ich finde das mal so, es ist sowas ganz schön Normales, ich liebe das. Es macht mir richtig Freude. Ich habe leider keine Geschenke für euch, weil ich bin da... Das ist aber schlecht. Guck dir mal die betröppelten Gesichter an. Ich dachte, man bringt da immer was mit, ne? Wahrscheinlich so ein typischer Mann. Ich weiß immer nicht, was ich schenken soll. Das ist jetzt aber eine schlechte Ausrede. Ich liebe Schenken. Ich schreibe ein Buch. Schreibst du ein Buch? Ein Buch? Ja. Ja. Okay. Und jetzt kommt die Frage hier von ihrer Konkurrentin. Darf man fragen, was für Themen? Nein. 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 Okay, dann halt nicht, ne? Schwer. Ach, die ist doch auch niedlich, oder? Schön Bio. Dann Schnaps. Schöner Bratwurstschnaps. Was ist ein Bratwurstschnaps? Wieso kenne ich den nicht, ja? Also... Was ist ein Bratwurstschnaps? Schreibt mir das mal bitte unten rein. Ich möchte auch mal einen Bratwurstschnaps, ja? Vielleicht ist ja jemand aus Thüringen dabei, der das kennt. So, das war die erste Folge Bauer sucht Frau. In der nächsten Folge dürfen die entscheiden, wen sie mit in die Hofwoche nehmen. Wird auch noch im Verlauf bis zum Wochenende kommen. Es kommen ja immer zwei Folgen, glaube ich, Bauer sucht Frau. Also es wird auch wieder ein bisschen mehr Arbeit als gedacht. Aber ich habe es gesagt, ich suche mir jetzt immer nur noch ein paar Highlight-Momente so für mich raus, die ich einfach gut fand. Ich finde es ganz schön. Ich habe es noch nie gesehen vorher und finde es wirklich gut bisher. Bisher finde ich das sehr sympathisch, so ein was Schönes, Abwechslungsreiches. In diesem Sinne, bis dann, schönen Abend.